Hey, Tobi. Theresa hat Guitar Hero mitgebracht. Bist du bereit? Diesmal machen wir dich fertig. Tobi ist da. Hi, Tobi. Hanna kennst du ja, ne? So, Theresa will eine Revanche. Ja, ich mach dich voll fertig. Diesmal kannst du auch die Farben. So ein Arsch. Hauptsache, er kann die Farben. Oh, wir könnten heute Abend noch was anderes machen. Was denn? Vanessa hat mir gerade eine SMS geschrieben. Da wäre auch sie sich entscheiden muss. Wir haben doch Guitar Hero ausgemacht, oder? Als Video durch die Kopfkamera. Die Szenen werden mit den Jugendlichen entwickelt und basieren auf realen Erlebnissen und Erfahrungen. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass es besonders authentisch und besonders direkt ist. Zum einen, weil es von Jugendlichen selbst erarbeitet wurde, auf Basis von Interviews mit Jugendlichen, die wirklich große Probleme mit Alkohol hatten, aber auch auf Basis der eigenen Erfahrungen der Jugendlichen, die sie unterbringen konnten. Und das merkt man auch. So entstehen Videos, in denen die Jugendlichen nicht nur darstellen, was mit ihnen durch Alkoholmissbrauch passieren kann. Sie treffen Entscheidungen mit allen Konsequenzen und Folgen. Ein neuer medienpädagogischer Ansatz. Also in dem Fall ist es so, dass die Jugendlichen ja selbst die Videos auch produzieren. Das heißt, sie sind selbst hinter der Kamera aktiv, erleben auch den ganzen Produktionsprozess. Sie lernen also, wie man solche Videos erstellt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man über die Verbreitungswege, über YouTube zum Beispiel, die Möglichkeit hat, auf die Videos, die jetzt hier gedreht werden, auch zu antworten oder zu reagieren. Und das ermöglicht natürlich ganz spannende neue Prozesse in der Interaktion zwischen Jugendlichen. Tatjana hat sich entschieden. In diesem Video wird sie ihren Geburtstag auf dem Spielplatz feiern. Mit Alkohol. Natürlich nur im Rollenspiel. Wie die Party wohl endet, man wird sehen im nächsten Video, das die Jugendlichen drehen.